Tübingens OB Boris Palmer, Grüne, hat auf seiner Facebook-Seite offen der Darstellung seines grünen Bundesratsfraktionsvorsitzenden Hofreiter widersprochen, wonach die derzeitigen Unterbringungsprobleme und andere Schwierigkeiten beim Thema Flüchtlinge ausschließlich darauf zurückzuführen seien, dass die Bundesregierung es unterlassen habe, sich besser vorzubereiten. Es stimme einfach nicht, so Palmer, dass alles gut wäre, wenn nur die Bundesregierung sich besser auf die Flüchtlingskrise vorbereitet hätte. Auch die Länder, mehrheitlich grün mitregiert, sind nicht vorbereitet, so Palmer, und die Städte und Gemeinden schon gar nicht. Es sei, so Palmer weiter wörtlich, eine gefährliche Illusion zu glauben, dass 1 Million Flüchtlinge problemlos zu integrieren seien. Ähnlich hatte sich Palmer bereits am 10. September gegenüber RTF1 geäußert. Für meine Partei war die Grundfrage immer die, dass das Grundrecht auf Asyl unantastbar bleiben soll. Und das sehe ich auch so, aber ganz objektiv wird jeder einsehen, wenn nächstes Jahr 10 Millionen Menschen kämen, dass irgendwann eine Grenze überschritten wird. Die Probleme angesichts der Flüchtlingsströme, so Palmer, seien schon jetzt riesig und wir werden es nicht schaffen, sie zu bewältigen, wenn wir es bei Schuldzuweisungen belassen und so tun, als könnten wir beliebig viele Flüchtlinge mit offenen Armen aufnehmen. Nach einem baren Flüchtlingsoptimismus, so Palmer, müsse jetzt dringend eine Phase des Flüchtlingspragmatismus einsetzen.